Also ich habe etwas getan, was man nicht tun soll. Ich habe eine große Tabelle gemacht, die man nicht lesen kann. Ja? Ist ein bisschen bewusst, damit Sie mir zuhören müssen. Und zwar, als ich da als ETH-Mathematiker, Informatiker, Biophysiker an die HSG kam, hat mich etwas beeindruckt, dass wenn man alle Kosten richtig erfasst, dann regelt der Markt den Rest. Und die Behauptung ist, wir haben die Kosten überhaupt nicht richtig erfasst und nicht richtig beziffert in unserer Mobilität, in unserer Energieumwelt. Wenn wir das tun würden, würden wir automatisch echt nachhaltige Lösungen vorgestern umgesetzt haben, weil die so wahnsinnig viel günstiger sind. So. Was sind die externen Kosten, die wir heute nicht geldmäßig wirklich bewerten? Allen voran das CO2. Sie sehen ganz oben, wo ich schreibe, was wäre ungefähr ein klimaerhaltender, lenkungswirksamer Preis von CO2? Das ist in der Größenordnung von 500 Euro pro Tonne CO2. Wer ein bisschen die Chemie des Verbrennens von Diesel und Kohle kennt, der weiß, dass man pro Tonne Diesel 2 Tonnen CO2 produziert, pro Tonne Kohle sind es 2,5 Tonnen ungefähr, pro Tonne Gas ist es etwas weniger, vielleicht 1,5 Tonnen CO2. Damit also die Leute nur noch ungefähr die Hälfte CO2 produzieren, weil das ist das Niveau, das wir erreichen müssen, wenn wir nicht einen starken Temperaturanstieg wollen. Wir müssen um die Hälfte reduzieren. Damit die Leute die Hälfte nicht mehr verbrennen, muss man wahrscheinlich den Preis ungefähr verdoppeln. Und es kommt noch das Problem hinzu, dass das meiste an Erdöl wird nicht zu 100 Dollar das Barrel produziert, sondern das sind nur ganz wenige Produzenten, die diese hohen Kosten haben. Die großen Produzenten, Saudi-Arabien, Iran etc., bei denen kostet das nur 5 Dollar das Barrel. Also die produzieren genauso weiter, wenn man 1, 2, 3 Dollar pro Barrel als Steuer einführt. Das macht denen überhaupt nicht weh. Man muss eine Steuer, Sie sehen es dort oben, im Bereich von 100, 200 Dollar pro Barrel einführen, damit die Jungs aufhören zu produzieren und nicht mehr verbrennt wird. Jetzt weiß jemand, was heute das CO2-Zertifikat in Europa kostet, ungefähr. Keine Meldungen. Ich tippe es schnell ein. 5 Euro. Gibt pro Liter, wie Sie sehen, 2 Rappen. Wer fährt weniger Auto wegen 2 Rappen Preisdifferenz? Niemand. Da geschieht gar nichts. So. Und was ich getan habe, ich habe also CO2, einer der wichtigsten Faktoren, aufgerechnet auf unsere Stromproduktionsmechanismen. Andere Faktoren sind Sachen wie, wenn man Kohle verbrennt, dann kommt da noch irgendwo Dreck raus, Arsen, Feinstaub. Wenn wir große Maschinen in die Landschaft stellen, ob das jetzt ein Kraftwerk oder eine Windanlage ist, dann verändert das das Landschaftsbild, es sieht weniger schön aus. Auch eine große Solarfarm ist nicht unbedingt schön. Es gibt also auch irgendeine Kosten, die man benennen könnte. Wasserkraftwerke, die stören die Fische, man muss die Landschaft umbauen. Beim AKW, wenn das in die Luft geht, dann gibt es sehr viel Strahlung, da kann man die Schweiz schließen, wenn ein richtiges Erdbeben durchgeht. Die Erdbeben, für die sie nicht gebaut wurden, die aber eben trotzdem auftreten können. Ja. Man muss dann auch das strahlende Material entsorgen. Es ist nicht realistisch, dass irgendein Loch auf der Welt nicht von irgendeinem bösen Menschen aufgebohrt werden kann in den nächsten Millionen Jahren. Also wenn man eine realistische Kosten für die Bewachung einsetzen würde von Nuklearabfall, dann müssten Sie irgendwo ein Bataillon, Regiment, Polizisten über die nächste Million Jahre bezahlen. Und abdiskontieren auf heute, Zinssatz fast bei null, das gibt wahnsinnig viel Geld. Wahnsinnig viel. Ist nirgends drin. Auch
wenn Sie heute die AKWs fragen, ja, wenn es morgen in die Luft geht, ja, nein, es geht nicht, aber wenn es geht, wenn es richtig massiv in die Luft geht, bei der Autoversicherung sind wir uns gewohnt, 24 Stunden Ersatzwagen. Ja, also mein Haus kaputt, innerhalb 24 Stunden Ersatz, wo es nicht strahlt. Und zwar für 5 Millionen Schweizer. Könnt ihr das, seid ihr dafür versichert? Ja, nein. Gibt es überhaupt einen Versicherungsmarkt auf dieser Welt, der diese Kapazität hätte, der so viel Geld von heute auf morgen, also diese 1.000, 2.000 Milliarden Schweizer Franken, einfach so, zack, aus der Tasche holen könnte? Kann man das versichern? Ja, nein, man kann nicht. Ja, aber wie ist das beim Autofahren? Wer von Ihnen darf ohne Haftpflichtversicherung auf die Autobahn? Niemand. Unsere AKWs haben keine Haftpflichtversicherung. Ganz reell. Ab 1,5 Milliarden sind sie aus der Haft draußen. Dann übernimmt der Bund, das sind wir alle, und die kaputten Häuser. Wir wissen, was Cäsar mit Vercingetorix gemacht hat, als die Schweizer auswandern wollten. Die wurden niedergemetzelt und zurückgeschickt. Und wenn in der Schweiz ein AKW effektiv mal in die Luft gehen würde, was wahrscheinlich nicht geschieht, aber wenn es geschehen würde, was es jederzeit kann, was würde das Ausland sagen? Vor allem nach der, wie hieß die? Masseneinwanderungsinitiative, genau. Was würde das Ausland sagen, wenn da die Schweizer kommen möchten? Geht nach Hause, dort wo ihr herkommt. So, wenn man jetzt also ein bisschen versucht, diese Faktoren umzulegen auf, welche Technologien haben wir heute zur Verfügung, um Strom zu machen, dann, Bruno hat mir unterstellt, ich wollte Werbung machen, aber ich habe nur gerechnet, ja. Dann werden Sie draußen einen Stand sehen für ein Gerätlein, das heißt Flow Converter. Das ist eine lustige Wasserturbine, die technisch nett ist, aber vor allem spannend ist, man muss keinen Damm mehr bauen. Man muss also die Landschaft nicht umbauen und man muss die Wahnsinnskosten des Dammbaus nicht tragen, dann wird der Strom plötzlich sehr günstig. Windkraft ist heute schon sehr günstig, hat fast keine externen Schäden. Ja, es steht in der Landschaft, mich stört das nicht groß, es gibt Leute, die stört das, das kann man irgendwie bewerten. Und dann geht es aufwärts. Und was man sieht, ist Kohle, die heute für 3 Rappen verkauft wird, der Kohlestrom. Wenn man dort einen sinnvollen CO2-Preis aufrechnet, dann sind wir bei 50 Rappen. Und Windstrom kostet uns 6 Rappen. Was möchten Sie lieber? Solarstrom in der Schweiz von einer Feldanlage kostet irgendwo um die 15 Rappen. In Süditalien kostet es die Hälfte, weil einfach doppelt so viel Sonne scheint. Was hätten Sie lieber? Was die meisten Leute nicht wissen, die Hälfte der Stromkosten, die Sie dem Elektrizitätswerk bezahlen, sind nicht für die Erzeugung des Stroms. Also die 20, 25 Rappen, die Sie bezahlen pro Kilowattstunde. Da geht die Hälfte für das Netz drauf. Und wieso brauchen wir ein so teures Netz? Ja, weil große Erzeugungsanlagen ein großes, starkes Netz brauchen. Wenn Sie aber auf Ihrem Dach den meisten Strom machen, schon, was durchaus geht, dann braucht man nicht mehr so ein Riesennetz. Dann kann das Netz günstiger werden. Man kann jetzt auch alles genau anschauen. Ich glaube, der Bruno will mich aber vorher davonjagen. Ich habe ein paar verteilt. Man kann das auch gerne von mir holen. Vielleicht kann man noch ein paar Kopien machen für Leute, die das haben möchten. Es stehen da, glaube ich, Kopierapparate. Und ich stehe sonst gerne für Fragen zur Verfügung.